EU zerschlagen oder demokratisieren. In der Diskussionsrunde, die vorhin hier stattgefunden hat, wurde die Meinung geäußert, der Brexit ist zwar von den falschen Leuten organisiert worden, aber das Ergebnis ist zu begrüßen. Eine bizarre Kombination, die schon deutlich macht, wie heftig und wie kontrovers die Diskussion unter den Linken ist, über die EU, über die Alternativen zur EU und Perspektiven der Auseinandersetzung mit der Politik der EU. Es ist ganz offensichtlich, dieser Brexit war der Aufreger der vergangenen Tage. Aufgeregt hat er nicht nur die Herrscher in diesem Land, sondern auch die politische Linke, auch die kommunistische Partei. Es gibt sehr unterschiedliche Stellungnahmen von kommunistischen Parteien. Die britische, die deutsche und andere sagen, dieser Brexit ist zu begrüßen. Andere warnen davor, dass EU-Austritt ein Projekt der politischen Rechten ist und dass es dagegen Alternativen zu entwickeln gibt. Das umreißt auch in etwa das Thema unserer heutigen Veranstaltung, zu der ich ganz herzlich begrüße Konrad Schuler, hier rechts neben mir, Vorsitzender des ISW, Institut für Sozial-Ökologische Wirtschaftsforschung. Was dieses Institut ist und macht, könnt ihr am besten sehen, hier direkt gegenüber am Informationsstand des ISW. Da ist auch das neueste Buch von Konrad zu erwerben, Die große Flucht, und natürlich die Publikationen des ISW. So viel aber auch schon genug der Vorrede. Wir haben uns das etwa so vorgestellt, dass Konrad etwa 25 Minuten eine Einführung macht und dass wir dann in eine Diskussion einsteigen, für die wir dann insgesamt für die Veranstaltung eine Stunde kalkuliert haben und nicht sehr weit überziehen wollen, schon der Fairness gegenüber den nächsten Programmpunkten. Ich würde die Fragestellung, die wir uns vorgenommen haben, so präzisieren: Treibt Europa nach dem Brexit seiner Auflösung entgegen? Und wie sollen wir Linke, politisch darauf reagieren? Die Zerschlagung Europas mitbetreiben oder den Versuch unternehmen, Europa demokratisch zu gestalten? Und wie könnte das aussehen? Wie wäre das durchzusetzen? Dieser Kernfrage möchte ich mich gerne in einigen Schritten nähern. Der erste Schritt ist der, dass Europas Völker, dass wir das festhalten, Europas Völker in Referenten seit jeher gegen diese EU gestimmt haben. Ich will das kurz machen. Wir hatten 1992 den Vertrag von Maastricht. Dieser Vertrag wurde nur abgestimmt in Frankreich und in Dänemark. Die Franzosen haben mit knapper Mehrheit dafür gestimmt und die Dänen haben ihn abgelehnt. Dann passierte etwas, was ständig passierte in den nächsten Jahrzehnten, nämlich diejenigen, die sich dagegen aussprechen, müssen nachsitzen, müssen wieder abstimmen. Dasselbe war der Fall, die Dänen haben dann zugestimmt, nachdem man ihnen Zugeständnisse gemacht hat. Nach 10 Jahre später gab es den Vertrag von Nizza, das war der nächste große EU-Vertrag, und dieser Vertrag erlebte dasselbe. Und nun wurden die Völker davon abgehalten, die Staaten, die Bevölkerungen, in ihren Ländern Referenden durchzuführen. Das wurde quasi verboten, jedenfalls fand es nicht statt. Die Iren, die als einzige eine Volksabstimmung hatten, weil das ihre Verfassung vorschreibt, diese Iren haben den Vertrag von Nizza mit großer Mehrheit abgelehnt. Das war also knapp 10 Jahre nach dem Vertrag von Maastricht. Auch sie mussten die Abstimmung ein Jahr später wiederholen und nach verhängten vielfältigen Konzessionen für ein Steuerparadies Irland, die meisten erinnern sich daran, hat die Bevölkerung dem zugestimmt. Und dasselbe passierte wieder bei dem sogenannten Vertrag von Lissabon. Der hieß früher übrigens Europäische Verfassung. Das war ein Fehler, dass man ihn so genannt hat, denn dann wurde in den einzelnen Ländern vorgeschrieben, dass man darüber abzustimmen habe in Referenten.
Das passierte in Frankreich und in den Niederlanden und dort hat die Bevölkerung den Vertrag abgelehnt. Der Vertrag von Lissabon ist in den Referenten, die gelaufen sind, abgelehnt worden. Daraufhin hat man den Titel des Vertrags geändert. Es war nicht mehr der Europäische Vertrag, es war der Vertrag von Lissabon. Und dieser Vertrag war dann wiederum nur in Irland, stand er zur Abstimmung. Und die Iren haben erneut abgelehnt. Und nun kam es genau ein Jahr später wieder dazu, ein zweiter Anlauf, neue Konzessionen an die Iren. Und die Abstimmung ging diesmal positiv aus für diesen Vertrag, der im Grunde der Vertrag von Europa ist. Das kann man nur kommentieren so, dass es Demokratie in EU-Europa nur dann gibt und so weit gibt, als die Abstimmungen der Völker dem Willen der Eliten entsprechen. Wenn sie das nicht tun, müssen sie die Abstimmung wiederholen, so lange, bis die Eliten mit dem Kopf nicken. Und das ist die Demokratie, die wir haben. Wie das abläuft, haben wir noch genauer gesehen bei den Vorkommnissen in Griechenland. Wir haben dort eine Volksabstimmung zugunsten der Haltung der Syriza-Regierung mit Nein zu stimmen. Daraufhin hat zum Beispiel die EZB den Geldfluss nach Griechenland abgedreht. Die EZB ist das einzige Organ, das in der Eurozone Geld ausgeben kann. Und das wurde den Griechen verwehrt und in Aussicht gestellt, dass es nicht so sein wird, wenn sie sich nicht fügen. Und daraufhin ist die Syriza-Regierung eingeknickt. Also das ist der erste Punkt. Referenten, Volksabstimmungen in Europa haben bisher ohne die Trickserei der EU und der nationalen Regierung immer dazu geführt, dass die Bevölkerung Nein gesagt hat. In diese Reihe fügt sich ein das Leave-Votum der Engländer. Es war ein Nein, das müssen wir festhalten, es war ein klares Nein zur demokratiefernen Herrschaft der Eliten. Es war ein Nein zur sozialen Schlechterstellung der Massen und zum obszönen Reichtum der wenigen. Das ist der politische Gehalt zunächst einmal des Leave-Votums der Engländer. Das britische Ergebnis drückt aus, eine Mehrheit der Bevölkerung fühlt sich drangsaliert durch die Brüsselmaschine des neoliberalen Kapitals. Sie sieht sich demokratisch abgehängt und sozial benachteiligt. Ihr geht es zunehmend schlechter und ihr wird vorgeführt, dass sie nichts zu sagen hat. Das Propagandamotto der EU, Frieden und Wohlstand für alle, wird von immer mehr Menschen als unwahr durchlaufen. Der Wohlstand ist reserviert für immer weniger an der Spitze und auch in der Friedensfrage erweist sich EU-Europa immer klarer nicht als Lösung, sondern als ein Kern des Problems. Derzeit führt die NATO provokante Manöver an der Grenze zu Russland durch. Wesentlicher Träger übrigens ist der deutsche Generalstab. Also das ist die Friedensfunktion der EU-Nationen. Insofern war das Votum der Engländer, der Briten, eine Stimme gegen das Brüssel-Europa der Austerität, der wachsenden Ungleichheit von Einkommen und Vermögen, gegen das Verwehren politischer Teilnahme. Es ist eine Absage an Brüssel. Doch zugleich, und das ist das Ambivalente dieser Abstimmung, zugleich eine Unterstützung der nationalistischen Kräfte im eigenen Land, in England, in Britannien, die sich stark machen für eine weiter zugespitzt neoliberale Version des Kapitalismus, der dann noch heftiger zulangen wird auf Besitzstände, Rechte und Chancen der arbeitenden Menschen. Dies ist nicht zuletzt ein Ergebnis der Tory-Politik, die sozialen Perspektiven für die große Mehrheit ständig zertrümmert und für die Ergebnisse dieser Politik dann einen Sündenbock sucht und findet in Europa oder den Ausländern. An diesen beiden Punkten klargestellt haben, was ist der Gehalt des Leave-Votums
Und wie steht die Bevölkerung Europas seit Jahrzehnten, seit Beginn gegen diese EU? Das haben wir geklärt. Wir kommen dann zu dem Punkt oder zu der Frage, warum der Widerstand gegen die EU sich ausdrückt im Wesentlichen rechtspopulistisch, nationalistisch bis hin zum Faschismus. Es gibt einen Forscher, einen Briten, einen Schotten genauer gesagt, Nigel Ferguson heißt er, der in Harvard unterrichtet und als der große EU-Versteher gilt. Ferguson hat gesagt, wir haben es mit Rechtspopulismus immer dann zu tun. Es kommen fünf Punkte, die man sich leicht merken kann. Wenn wir es mit steigenden Einwanderungszahlen zu tun haben, wenn wir es mit einer großen Ungleichheit, sozialen Ungleichheit zu tun haben, wenn ein Glaube entsteht in der Bevölkerung, dass es korrupt zugeht und dass die Eliten dies für sich nutzen. Viertens, wenn eine große Finanzkrise oder vergleichbare wirtschaftliche Einbrüche vorhanden sind. Und fünftens, wenn es einen charismatischen Demagogen gibt, der die Unzufriedenheit der Massen nutzt. Alle diese Faktoren, mas o menos, alle diese Faktoren sind in Großbritannien und den meisten anderen Ländern wie Frankreich und Holland gegeben. Die Ausnahme ist der große Wirtschaftseinbruch. Den haben wir derzeit nicht. Doch den großen Wirtschaftseinbruch. So haben wir stattdessen eine Abfolge ständiger, einschneidender Krisen. Finanzkrise, Eurokrise, Griechenlandkrise, Ukraine-Konflikt, Flüchtlingskrise. In dieser letzten Krise übrigens, der Flüchtlingskrise, steckt die größte Sorge der Menschen und der größte politische Treibsatz in Europa. Jetzt kommt der Süden in Gestalt von Millionen Flüchtlingen und auch in Gestalt des Terrors in die Länder des Nordens, die der Urheber seiner schlimmen Lage mit Kriegen, Armut und Hunger sind. Sozusagen nach dem Verursacherprinzip wenden sich die Opfer jetzt an die Verursacher. Das sind die Gesellschaften im Norden. Und die Menschen ohnehin in Abstiegsangst haben zu wählen, entweder internationale Offenheit, Gleichheit von Einkommen und politischer Gestaltungsmacht, das wäre das eine, die fortschrittliche Lösung, oder aber Abschottung gegen die Armen, die jetzt heranbrannten. Der Ausstieg der Briten aus Europa hin zu dem rigiden Abschottungsverlangen, dass dieser Ausstieg triumphiert hat in der Abschottung, ist gepaart mit grundsätzlichen reaktionären politischen Haltungen, die man, wenn man sich die Wähler, die den Brexit gewählt haben, genauer anschaut, stellt man Folgendes fest. Wovon sind diese, von welchen politischen Grundhaltungen sind diese Wähler geprägt? In der Reihenfolge der Häufigkeit sind alles von um 70-80%. Das erste, wogegen man ist, ist der Multikulturalismus. Das zweite ist der gesellschaftliche Liberalismus. Das dritte ist die Einwanderung. Das vierte ist der Feminismus. Das fünfte ist die grüne Bewegung. Das sechste ist die Globalisierung überhaupt. Das sind dann die sechs Punkte, auf die man sich negativ fixiert. Insofern, das muss ja jedem einleuchten, war dieser Brexit kein Lexit, kein Linger. Left Exit, kein linker Auszug aus Europa, wie ihn die Kommunistische Partei Britanniens gefordert hat. Die hat diesen linken Ausstieg haben wollen. Vielmehr drückt sich in dem Brexit die Ablehnung der unsozialen, undemokratischen EU aus, aber die politischen Haltungen, die Alternativen weisen nach rechts. Die meisten Arbeitslosen, die meisten ungelernten Arbeiter, die meisten vom Bildungssystem abgehängten, die Kleingehaltenen, die Subalternen, wie die Soziologie uns mittlerweile nennt, die meisten von diesen haben für das Raus aus der EU gestimmt. Warum nun haben sich diese Menschen in ihrer Ablehnung
die verständlich ist und richtig ist. Aber warum haben Sie sich in dieser Ablehnung zum rechten Nationalismus gewandt? Man muss, glaube ich, sehen, dass das Volk als eine Basiskategorie der Selbstachtung und des Mitgestaltungsanspruchs ständig an Bedeutung gewinnt. Während sich in Brüssel die technokratischen Herrschaftsmechanismen perfektionieren, finden in den verschiedenen EU-Ländern zum Teil heftige Prozesse der Entfremdung von der europäischen Integration statt. In den Südländern führt das zu einer gewissen Stärkung oder Stabilisierung der linken politischen Kräfte. In den Ländern von Nord-, Mittel- und Osteuropa stärkt es vor allem die extreme Rechte. Eine der zentralen politischen Aufgaben, das ist jetzt der Kern meines Ressonements, eine der zentralen politischen Aufgaben wird es sein, den Menschen verständlich zu machen, dass die Alternative nicht lauten kann, Europa oder die Nation, sondern dass die Alternative lauten muss, hingeführt werden muss auf der einen Seite ein technokratisches Europa der politischen Eliten, das ist der eine Teil, oder aber, das ist der andere, ein demokratisches, auf Gleichheit und Teilhabe ausgerichtetes Europa. Der Streit der Linken, ob ein demokratisches Europa eher über Fortschritte der linken Parteien und Bewegungen im nationalen Raum oder eher über supranationale Kraftentfaltung zu erreichen ist, erscheint in diesem Licht als im Wortsinne nachgeordnet, als zweitrangig. Die Migration von Millionen, die wachsende von einem global agierenden Kapital ausgehende Massenarbeitslosigkeit. Ich zähle jetzt mal die Punkte auf, die wir sozial als bedenklich, als abstoßend, als abzulehnend auffassen müssen. Dass diese Punkte internationalen Charakter haben. Die Massenarbeitslosigkeit und die Massenarmut. Die internationalen Ungleichgewichte im Volkseinkommen, Investitionen und Produktivität. Diese ganzen Unterschiede, die die Lebensbedingungen der Menschen völlig unterschiedlich gestalten, in Europa übrigens in der gesamten Welt, verlangen nach einer supranationalen Antwort der Linken. Das ist mein Kernpunkt, auf den ich nun, wir sind bei der Kernfrage, wieder zurückkomme. Wahrscheinlich folgen die meisten dem, was wir als zentrale politische Aufgabe bezeichnet haben. Hoffe ich jedenfalls. Nämlich nicht ein technokratisches Europa der politischen Eliten zu erdulden, sondern ein demokratisches, auf Gleichheit und Teilhabe ausgerichtetes Europa zu schaffen. Nur, wie kommen wir denn dahin? Das ist die Frage aller Fragen. Ein solches demokratisches Europa verlangt eine völlige Neudefinition der europäischen Verträge. Angefangen von den völlig unzureichenden Kompetenzen des Europäischen Parlaments bis hin zur Europäischen Zentralbank, die abgehoben von jeder demokratischen Mitsprache selbstherrlich die Ausgabe der Euro-Währung festlegt und allein auf das Ziel der Preisstabilität verpflichtet ist, wie übrigens auch die Deutsche Bundesbank davon, da hat man es auch abgeschrieben. Eine Änderung der Verträge, der europäischen Verträge, die übrigens alle eine zeitlose Gültigkeit besitzen, da steht überall drin, ist ohne Befristung. Eine Änderung, jede Änderung dieser Verträge verlangt die Einstimmigkeit im Rat der jetzt 27 Regierungschefs. Eine Änderung der Aufgaben und der Arbeitsweise der Europäischen Union in Richtung mehr Mitsprache der Bevölkerung und der Entwicklung eines Investitions- und Aufbauprogramms zur Schaffung sinnvoller Arbeitsplätze, des Abbaus der Jugendarbeitslosigkeit und der Herstellung gleicher Lebenschancen quer durch Europa. Das ist mit den neoliberalen Regimes, die derzeit am Ruder sind, nicht durchzuführen. Zweiter Punkt. Also, so kommt dann die nachdenkliche Frage,
versuchen wir es zunächst dezentral, jeweils in den einzelnen Nationen. Wie sieht es da aus? In Nord-, Mittel- und Osteuropa stehen die Chancen für die Linke durchweg schlecht. Wir sind in einer Phase der Schwäche. In allen diesen Ländern wird sich im Gefolge der Anti-EU-Referenten und Wahlen eine Stärkung der rechten bis faschistischen Kräfte ergeben. Die Versuche, dort einen linken Exit zu propagieren, wie das die KP Großbritanniens versucht hat, werden letzten Endes den Pro-EU-Flügel zwar schwächen, aber der von rechts angebotenen Alternative, und die heißt neoliberaler Extremismus auf nationalem Höchstniveau und deshalb global wettbewerbsfähig und siegesfähig, dieser Alternative wird sie eher Wähler und Meinungen zutreiben. Ein Rückzug der Linke aufs nationale Terrain wäre auch schlecht gegenüber der offenbaren Devise des EU-weiten Kapitals, ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten zu schaffen. Das ist ja ganz offenbar das Konzept, was vor allen Dingen die sozialdemokratisch beeinflussten Regierungen und Kräfte versuchen. Dieses Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten heißt ja hier die leistungsstarken Länder Mittel- und Nordeuropas, dort die schwachen Südländer. Und nun eine nationale Begrenzung des Kampfs der Linken hätte diesem Verfahren, diesem Hauptverfahren, was jetzt von rechts, von Großkapitalseite herkommt, kaum etwas entgegenzusetzen. Deshalb, ich komme zu meiner Schlussfolgerung. Mir scheint die richtige Haltung in dieser Lage einer prinzipiellen Schwäche der Linken wäre, a. selbstverständlich das politische Kräfteverhältnis im eigenen Land so weit wie möglich zu verschieben und natürlich nach links und dabei zweitens gleichzeitig pari passo, wie die Juristen sagen, gleichzeitig die Zusammenarbeit mit den Linken in ganz EU-Europa zu entwickeln und auf die Veränderung der europäischen Verträge hinzuwirken. Wie TTIP und CETA gezeigt haben, wird das große Kapital seine Politik, seiner Globalisierung weiter betreiben, ohne Anziehung der Meinung der Volksmehrheit. Wir können das jetzt sehen, dass man in Brüssel erklärt hat, CETA sei überhaupt nicht zustimmungspflichtig von den nationalen Parlamenten. Also wir können uns aus dieser Frage jetzt nicht raushalten. Vielmehr müssen wir uns einmischen auf internationaler Ebene. Wir Linke in Mitteleuropa können uns übrigens freuen über den Kraftzuwachs, der einer solchen Zusammenarbeit entspringt. Wir werden ja nicht schwächer dadurch, dass wir international zusammenarbeiten, wir werden stärker. Werden wir hier vorsehen können in unserem Land, wenn wir 10% der Wählerstimmen jetzt quer durch die Parteien anziehen, treffen wir im Süden auf das 3- bis 5-fache. Also wir erstens von den Problemen her wird verlangt, weil die international poliziert und durchgesetzt werden, dass wir eine internationale Antwort darauf finden. Und von der Kraftentfaltung ebenfalls wird darauf gedrängt, dass die Linke diesen Zusammenschluss supranational suchen und schaffen muss. Danke sehr. Mit einem Vortrag. Ich möchte nur eine Rückfrage halten. Warum nennst du die technokratischen Eliten? Ich finde, so wie man das am Anfang schon mit dem Neoliberalismus auf den Geist gegangen ist, der sich ja eingeführt und durchgesetzt hat, aber eigentlich für die Massen nicht verstanden wird in dem Sinne, wie er ist. Aber jetzt mit technokratischen Eliten, das ist meiner Meinung nach ein Begriff, der nicht gerecht wird dieser verbrecherischen Politik. Wenn ich jetzt anschaue, das erste Statement nach dem Brexit, das erste Statement der Merkel war, sie haben jetzt verstanden, dass die Menschen mehr Sicherheit wollen. Mehr Sicherheit natürlich in dem Sinne höhere Aufrüstung, mehr Abschottung, mehr Auslandseinsätze. Ich
weiß nicht, ob man das diese Politik technokratisch nennen sollte. Das wäre also meine Frage. Ich bin stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei. Ich begrüße euch alle erst einmal im Namen des Parteivorstands auf unserem Pressefest. Ich komme gerade aus der Begrüßungsaktion von einem Bus mit 80 syrischen Flüchtlingen. Ich habe sie hier begrüßt im Namen des Grundgedankens kommunistischer Politik. Im Namen des Charakters dieses Pressefests als eines internationalistischen Festes. Und ich habe Ihnen gesagt, dass auch ich in meiner Vergangenheit ein Flüchtlingsschicksal als Kind von Flüchtlingen des Zweiten Weltkriegs habe. Wenn wir also hier uns zusammentun, gemeinsam, dann schotten wir uns nicht ab von den internationalen Dimensionen imperialistischer Politik. Wir haben heute Morgen eine Veranstaltung gemacht, mit Selvin Dagdelen von der Linkspartei, mit einem Genossen aus Afghanistan, nicht Mitglied der DKP. Die DKP ist bündniswillig, bündnisfähig, bündnisbereit, um in den Fragen des Internationalismus und Antiimperialismus auch mit nicht-kommunistischen bürgerlichen Kräften zusammenzuarbeiten. Es war auch eine Pastorin aus Essen dabei heute Morgen. Es ist also völlig falsch zu denken und zu sagen, dass diese DKP mit ihrer Führung sich bündnispolitisch verenge und abschotte, weil sie den Charakter der EU anders bewertet als Konrad oder andere, die dort im Podium sind. Die EU ist ein Bündnis imperialistischer Staaten. Anders als noch im Parteiprogramm von 2006 hat sich in den letzten 10 Jahren dieser anti-humane, dieser verächtliche, dieser unterdrückerische Charakter der EU noch mehr bewahrheitet, als wir es damals schon eingeschätzt haben. Wenn wir sagen Nein zu dieser EU, wenn wir sagen, jawohl, wir unterstützen die linken Argumente unserer britischen Genossen für das Brexit, dann schotten wir uns nicht ab von internationalen Verpflichtungen, sondern wir sind Teil eines antiimperialistischen europäischen Widerstandes gegen das Bündnis der Konzerne und Banken. Das ist unsere Herangehensweise. Das ist nicht eng. Das ist nicht nationalistisch. Das ist nicht borniert, sondern geht aus von der Einschätzung des Klassencharakters dieser EU. Und man kann diese EU nicht neu gründen oder zu den frühen demokratischen Anfangszeiten zurückkehren. Die hat es nie gegeben. Das war von Anfang an ein Bündnis der großen Konzerne, der imperialistischen Mächte zur Niederhaltung der sozialistischen Kräfte in Europa. Und die Illusionen der letzten Jahre von Syriza zum Beispiel, die Illusionen, die man hat in die Reformierbarkeit, die haben sich doch im Grunde genommen dermaßen blamiert, dass man nur sagen kann, jawohl, es gibt einen Weg. Das heißt Widerstand. Zusammenschluss der Linken und aber der Nicht-Reformistischen, die keine Illusionen haben über den Charakter dieser EU. Das wollte ich nur mal als eine Argumentationslinie hinzufügen. Ja. Mein Name ist Elias Davidson, ich bin aus Island. Island ist nicht in der EU und Island hat, genau deswegen war Island in der Lage, Kapitalgesetze zu setzen, wo Isländer nicht Kapital zu anderen Ländern überführen konnten. Und damit hat Island auch ihre Wirtschaftskrise gelöst. Hätte Island in der EU gewesen, wäre das Isländische Republik bankrott gewesen wie Griechenland. Und deshalb sind sehr viele Isländer mit 300.000 Leuten, sagen wir können selbstständig ein souveränes Land sein, was Deutschland mit 80 Millionen nicht kann. Und das finde ich also absolut absurd, dass eine Nation von 300.000 behauptet, sie könne souverän bleiben. Und jetzt gibt es sogar Linke in Deutschland, die sagen, Deutschland kann nicht souverän bleiben. Das finde ich absurd. Und ganz besonders von linken Leuten, die sich als Demokrat betrachten. Danke. Ich finde, dass die EU eine Realität ist, die wir nicht einfach wegstreichen können,
ähnlich wie wir unseren bundesdeutschen Staatsapparat nicht einfach aus der Welt schaffen können. Wir können genauso wenig wie wir akzeptieren, dass eine Lega Nord sich von Italien löst, um ihre Vorteile zu ziehen, sollten wir nicht denen Vorschub leisten, die sagen, indem wir uns aus einer objektiven Entwicklung, nämlich einem Zusammenwachsen der Welt, was Tatsache ist, jetzt natürlich im Moment unter kapitalistischen Bedingungen und kapitalistischen Vorzeichen und auch bestimmt von den Kapitalisten, sollten wir aus unserer Sicht nicht mit einem Bild an die Massen herantreten, wo wir uns letztlich mit den Rückwärtsgewandten und den Kleinstaaten und den letztlich rechten Rassisten und Nationalisten dann verbinden. Mein Name ist Arnold Bruns, ich komme aus Bonn. Ich habe viele Jahre in einem nordeuropäischen Land, nämlich Finnland, gelebt und da gearbeitet. Das war noch in der Zeit des Kalten Krieges und der finnischen Neutralitätspolitik. Und dieses Land ist seit 1995 in der EU. Und das hat in diesem Finnland immer einen sehr ausgewogenen Klassenkompromiss gegeben. Seitdem Finnland in der EU ist, ist von diesem Klassenkompromiss wenig übrig geblieben. Die im Wesentlichen durch die sogenannten neoliberalen ökonomischen Ideen vorangetriebenen wirtschaftspolitischen Zielstellungen der EU, die sich dann im Lissabon-Vertrag und im Maastricht-Vertrag niedergeschlagen haben für ein Land wie Finnland katastrophale Auswirkungen. Und das ist eigentlich ein hochentwickeltes kapitalistisches Land. Und jetzt stellt sich für mich in der Tat die Frage, und die finnische Linke hat von Anfang an gegen den Beitritt gekämpft und auch gegen die Übernahme des Euro. Das ist mittlerweile leider in wesentlichen Teilen der finnischen Linken geschliffen. Man hängt dort an den Illusionen einer Reformierbarkeit dieser EU. Und diese Politik ist so gnadenlos gescheitert, dass die Rechten in Finnland, also die sogenannten wahren Finnen, die jetzt dort in der Regierung sitzen, mit ihren rassistischen Parolen am Boden gewonnen haben. Und ich denke, es war ein verhängnisvoller Fehler der finnischen Linken, zu meinen, man müsse sich mit dieser EU abfinden und nicht auf einem selbstständigen, ökonomisch, natürlich international verflochtenen Kapitalismusland. Das ist völlig klar. Aber die eigene Gesetzgebung im Wesentlichen nach Brüssel zu delegieren, ohne das deutlich zu machen, das war ein katastrophaler Fehlgriff. Und den müssen wir nicht noch mal wiederholen. Ich will auf ein paar Fragen eingehen. Das Erste, was Emmy vorbrachte, technokratische Eliten sei gewissermaßen eine Verniedlichung dessen, was auf der anderen Seite zu sehen ist. Dem stimme ich zu, das ist nur ein Teil. Also in meiner Aufzählung setze ich nebeneinander technokratische Eliten, nationale Regierungen und die Lobby- und Machtorganisation des Großkapitals außerhalb der offiziellen Politik. Das sind also auch in dem Aufsatz, der schriftlich vorliegt, nachzulesen. Völlig richtig, dem stimme ich ganz zu. Nur ist es gelungen, der Rechten den Unmut über großkapitalistische Verfahrensweisen ganz wesentlich, wie sie jetzt auch in der Diskussion des letzten Diskutanten gezeigt hat, zu lenken auf EU-Verantwortlichkeiten und nicht auf das großkapitalistische Wirken, das politisch insgesamt stattfindet. Damit komme ich zur nächsten Frage, die Hans-Peter Brenner aufgeworfen hat. Die EU sei, das macht er im Grunde, das ist mein Verständnis seiner
Ausführungen sei ein Bündnis der imperialistischen Staaten. Und da müsse man eben Nein sagen. Nun möchte ich mal darauf hinweisen, dass wir in Deutschland in einem imperialistischen Staat leben, dass unsere Strategie hier aber nicht darin besteht, aus dem Staat auszutreten, sondern dass wir versuchen, diesen Staat zu transformieren, sage ich jetzt. Der Begriff, der von einigen nicht geschätzt wird. Aber das ist, wir können doch nicht auswandern. Wir müssen uns mit den Machtinstitutionen auseinandersetzen, vor denen wir stehen. Die jetzigen EU-Institutionen sind in der Tat eine weitere Stärkung der Seite des Großkapitals, des Imperialismus, weil sie sich immer weiter entfernen von den Möglichkeiten der Teilhabe der Bevölkerung an politischen Entscheidungen. Das ist ja natürlich eine Absicht. Das ist nicht zufällig so entstanden, sondern das ist der Kerngedanke des Ganzen. Insofern auch technokratisch, großkapitalistisch. Weg von Entscheidungsinstanzen, wo das Volk sich rühren und motivieren könnte. Aber die Kernfrage, vor der wir stehen, jetzt in unserem Dissens, ist die, sind wir eigentlich national sozusagen stärker, das bestehende Klassenverhältnis zu ändern als EU-international. Und ich bezweifle das sehr. Das müsste mal jemand nachweisen, dass wir national eine größere Gewalt entfalten, als wenn wir uns von Anfang an eng internationalistisch verbünden. Das muss ja gar kein Gegensatz sein, national das Kräfteverhältnis verändern zu wollen und gleichzeitig internationalistisch zu kooperieren, weil die Fragestellungen oft auf der internationalen Ebene angesiedelt sind. Und es ist eine Illusion, ich möchte jetzt nicht in einen Dialog mit dir kommen, Kollege Pfanner. Das lässt sich für und wieder immer nochmals bekräftigen. Du hast deine Meinung gesagt, ich sage jetzt die meine dazu. Ich glaube, dass wir die Gelegenheit beim Schopf packen müssen, die supranationalen Kräfte zu bündeln. Dass Griechenland versagt hat, dass Syriza eine Niederlage erlitten hat, ist unsere gemeinsame Niederlage. Das ist die große Mitschuld der anderen europäischen Länder in dieser Frage, der Linken in diesen Ländern. Wir haben das nicht gepackt. Es ist nicht so, als hätten wir es nicht gesehen oder hätten gesagt, uns ist anderes wichtiger. Aber wir haben es nicht geschafft. Und diese Niederlage ist eine gemeinsame Niederlage. Und wir werden nationale Niederlagen noch ständig erleben, wenn es nicht gelingt, diesen internationalen Kräftezuwachs zu erreichen. Das werdet ihr sehen. Dazu sagen, dann lassen wir es eben bleiben, weil wir dort nicht vorankommen und machen es national, verbessert doch nicht unsere nationale Kampflage, überhaupt nicht. Es verschlechtert sie sogar. Also wir können diesen Gegensatz hier national positiv, dort supranational negativ nicht gelten lassen. Wir sind insgesamt in einer Lage der Schwäche. Das ist traurig, aber das ist wahr. Und dieser traurigen Wahrheit begegnen wir am besten, indem wir national und international parallel versuchen, unsere Kräfte zu bündeln und zu stärken. Das eine ist übrigens die Voraussetzung des anderen. Dass du dafür plädierst, im Rahmen der EU sozusagen, dass die Linke im Rahmen der EU versucht, sich international stärker zu vernetzen und zusammen zu kämpfen. Und ich glaube einfach, warum sollte das nicht auch möglich sein, diese internationale Vernetzung auch außerhalb der EU? Und wenn ich mir anschaue, was mit Griechenland gemacht wird, und zwar insbesondere federführend, die EU ist ja ein imperialistisches Projekt, aber federführend ist das deutsche Großkapital. Ne? Das sieht man ja ganz deutlich. Das deutsche Großkapital hat die meiste Macht. Wenn ich mir anschaue, was das für die Menschen in Griechenland bedeutet, frage ich mich wirklich, ob das dieselben katastrophalen Konsequenzen hätte für die Griechen, wenn sie sich nicht in der EU befunden hätten. Ob sie nicht wesentlich besser dastehen würden. Warum sollte es nicht auch außerhalb der EU möglich sein, sich international zu vernetzen, als wenn wir dann total national beschränkt wären und eingegrenzt wären? Das ist mir nicht ganz klar. Außerdem sehe ich glaube, was auch unterschätzt wird, ist einfach,
dass diese EU sich ja weiterentwickelt, dass sie sich immer mehr zu einem imperialistischen Projekt entwickelt, das zunehmend militärisch auch aggressiver wird, nach der USA stärker einschränken wird. Diese zwischenimperialistischen Widersprüche werden ja immer stärker werden. Und ich glaube, ich befürchte einfach, dass wir, wenn wir glauben, innerhalb der EU stärker uns vernetzen zu können, dass wir im Grunde genommen letztendlich diesem imperialistischen Projekt, dass wir nicht die Kraft haben werden, sondern dass diese EU, wenn sie so weiter bestehen bleibt und sich weiter expandiert, was ja auch beabsichtigt ist, soll ja immer weiter expandieren, dass im Grunde genommen die einzige Chance ist, dieses zunehmend gewalttätige, auch innerstaatlich, innenpolitisch, immer stärker Überwachung, Einsatz der Bundeswehr im Inneren und, Abbau von Demokratie. Was da vorangetrieben wird und zusätzlich auch die Kriege, wenn ich mir anschaue, wie auch die allein schon die Propaganda in den Medien anschaue gegen Russland, und das wäre noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen, und ich befürchte einfach, innerhalb dieser EU, dass Kriege bevorstehen werden. Sei es nun, wenn nicht gegen Russland, dann gegen afrikanische oder andere Länder. Und ich befürchte einfach, dass das eine Illusion ist, zu glauben, im Rahmen dieser EU tatsächlich etwas Progressives bewerkstelligen zu können. Ich befürchte, genau das Gegenteil wird passieren, ob wir das wollen oder nicht. Und deswegen glaube ich, dass es letztendlich stärker viel besser ist, für die Linke außerhalb der EU zusammen zu kämpfen für ein anderes Projekt. Denn wenn wir drin bleiben, stärken wir die EU und die Imperialisten nur. Du sagst, dass innerhalb der bestehenden EU diese Änderung nicht möglich ist. Aber der Ansatz wäre doch sowieso, die EU-Verträge aufzulösen, weil die bestehenden nun mal nicht funktionieren, nicht für die Mehrheit der Menschen. So gesehen sprechen wir nicht mehr von der gleichen EU, wir sprechen doch dann von einem neuen Verbund europäischer Staaten. Du hast ja gesagt, dass man die EU genau wie den Staat reformieren soll, aber wie auch schon auch historisch gesehen wurde bei sozialistischen Revolutionen, kann der Staat ja nicht einfach übernommen werden, sondern muss erstmal neu aufgebaut werden, und müsste man nicht auch dann das Gleiche mit der EU machen als Zusammenschluss von Staaten, als supranationales Gebilde, erst zerschlagen und neu aufbauen. Die EU wurde nicht geschaffen für die Menschen, sondern das Kapital hat es für sich geschaffen. Und es ist einmal da, und ich will nur an alle diejenigen, die das so jetzt ablehnen, möchte ich an Lenin erinnern. Gerade weil ich ja auch sehr, und ich halte auch sehr viel von Lenin und seiner Auffassung. Lenin würde uns sagen, was wir zu tun hätten. Überall, wo überhaupt Menschen sind, und das sind wir in der EU und das sind wir in den Nationalstaaten, da müssten Kommunisten kämpfen. Ich bin gereicht für das überhaupt nicht. Dass man nicht in der EU kämpfen will, genauso wie wir kämpfen in unserem eigenen Land. Wir haben einen Faschistisch haben wir noch nicht ganz, aber wir haben ein imperialistisches Land und eine imperialistische EU. Und ich kämpfe in diesem Land und versuche mit meinen Menschen in diesem Land alles zu tun, dass wir eine Veränderung kriegen. Und es wäre ja lächerlich, wenn wir jetzt sagen, wir sind ja leider rausgegangen. Ich war dagegen, ich habe nicht dafür gestimmt. Ich bin der Meinung, wir müssen mit den Menschen auch in der EU kämpfen, gemeinsam. Das ist schwer, das ist genauso in unserem Land schwer. Guck doch mal an, wie schwer es ist, die Menschen überhaupt in unserem Land für viele Dinge zu kriegen. Wir haben doch selbst große Schwierigkeiten. Ich weiß nur, wie Peach Pocket gewesen ist. Das international haben sich die Häfen alle zusammengetan und haben das abgelehnt. Und wenn wir als Kommunisten in der EU sind und unsere Vorschläge mit reinbringen und mit anderen Kommunisten und anderen Sozialisten in der EU diskutieren und sprechen, das kann doch nicht zur Niederlage, das kann doch nicht schlecht sein, sondern das kann uns doch meiner Meinung nach auch. Und wenn es schwer und langsam gehen wird. Aber wir müssen das nutzen. Und ich bin der Meinung, es war der größte Fehler, dass wir da rausgegangen sind. Ich bin Stefan Lachke von der Deutschen Kommunistischen Partei aus Berlin. Ich finde, dass man die EU als Institution nicht mit einer Institution des bürgerlichen Staates direkt vergleichen kann, so wie das vorhin gemacht hast. Die EU hat noch nicht mal ein Parlament, das irgendwelche Entscheidungsbefugnisse hätte. Die Kommissare werden mehr oder weniger auf Fingerzeig oder ausgekungelt und treffen Entscheidungen. Und die EU-Verfassung, die zwar nicht diesen Namen trägt, sondern den Vertrag, das ist auch so eine Etikettenschwindelei, Lissabon-Vertrag, weil die Verfassung von zwei Ländern, wo da gewählt wurde, nämlich in Holland und in Frankreich, abgelehnt wurde, die ist für die Länder, die Mitglied in diesem imperialistischen Konstrukt sind,
bindend. Und da ist auch das kapitalistische Wirtschaftssystem als Wirtschaftssystem festgeschrieben. Und jedes Land, was daran ausscheren will oder möchte ein anderes System einführen, wird dann von der EU dazu gezwungen, das nicht zu tun. Das heißt, dass diese EU ein Gefängnis ist für die Länder, die möglicherweise eine andere Situation haben als wir hier in Deutschland. Wir sind ja nicht an einer revolutionären Situation dran, auch andere nicht, aber zum Beispiel ein kampferprobtes Volk wie das griechische oder auch in Portugal könnten in dieser Situation theoretisch militärisch zurückgehalten werden, erneut eine Revolution zu versuchen. Ich beziehe mich da auf Portugal. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese EU als imperialistisches Konstrukt als solches bekämpfen. Und war es auch richtig, dass wir aus einer Partei ausgetreten sind, die sich aus EU-Töpfen speist und die eine sozialdemokratische Partei ist und an deren führender Position der jetzige Ministerpräsident Tsipras aus Griechenland ist, der einen absoluten Kniefall vor den sogenannten Institutionen, also der Troika, gemacht hat und praktisch sein Volk, das er zum Kampf aufgerufen hat, letztendlich verraten hat. Und insofern denke ich, dass wir uns mit den Kommunisten der Länder, der europäischen Länder, zusammentun müssen. Und natürlich müssen wir gemeinsam auch in dieser EU kämpfen. Davon spricht ja keiner, dass wir das nicht tun müssen. Aber wir müssen das nicht innerhalb einer Partei tun, die einen sozialdemokratischen Schnitt hat. Und da ist ja auch schon die Partei Die Linke drin. Also das brauchen wir nicht. Das Zusammenarbeit heißt nicht, dass man in den anderen Parteien aufgehen muss. Wir haben da klare Formulierung, was für uns Bündnispolitik ist und Aktionseinheit. Und daran sollten wir uns halten. Danke. Ich will anfangen mit der Feststellung des letzten Diskutanten. Die EU sei ein Gefängnis, aus dem man natürlich nach Lage der Dinge am besten ausbricht. Da ist was dran. Die EU ist nicht mal auf dem Niveau der demokratischen Qualität der übrigen westlichen großen kapitalistischen Länder. Das EU-Parlament hat zum Beispiel kein aktives Initiativrecht. Es ist mal keine Legislative. Es ist ein Akklamations, sogenanntes Kontrollorgan, das immer nickt, im Wesentlichen nickt, höchstens personell Unterschiede macht. Diese EU muss verändert werden. Das ist ja unsere Frage, über die wir streiten. Nicht, dass wir sagen, so wie sie ist, da bleiben wir dabei, sondern wir wirken innerhalb der EU darauf hin, dass sie sich demokratisiert, dass sie ein wirkliches Parlament erhält, was sie noch nicht hat, dass sie in Abhängigkeit gebracht wird, dieses Parlament von konkreten Wahlkreisen mit konkreten Bündnissen vor Ort, mit Beiräten, mit Räten überhaupt, die direkt Einfluss nehmen auf die legislative Willensbildung in Europa. Eine Anbindung dessen, was in Brüssel passiert, an den demokratischen Willen der Bevölkerung von Finnland bis Sizilien. Das ist das Ziel. Nun kann man sagen, das ist ja eine Chimäre, das ist illusionär. Das ist auch so. Als wenn wir die mit Wasserpistolen ausstatten wollen. Mit Wasserpistolen ausstatten. Die Frage ist doch, vor die ihr euch mal stellen müsst. Ist denn das Kräfteverhältnis in unserem eigenen Land, wo, wie du unterstellst, angeblich demokratische Gepflogenheiten herrschen, was ich sehr bestreite, ist denn das Kräfteverhältnis in unserem eigenen Land so viel besser als in Gesamteuropa? Wir reden davon, dass Berlin dominiert und diktiert in Brüssel. Das tut es auch. Also das Kernproblem ist nicht Brüssel. Das Kernproblem ist unsere eigene Kräfteverteilung in Deutschland. Das müssen wir verändern. Das ist der Ausgangspunkt. Aber doch nicht, indem wir sagen, na gut, das Kapital bildet halt supranational in Europa seine imperialistische Machtbasis weiter aus.
das lassen wir mal passieren, das ist uns gleichgültig. Wir konzentrieren uns auf den nationalen Rahmen. Wofür ich plädiere ist, wir müssen uns gleichzeitig auf beides konzentrieren. Wenn wir aber national nicht vorankommen, werden wir supranational nichts bewegen. Die Deutschen sind die Hauptbremse für sozialen Fortschritt in Europa. Bei uns ansetzen und durchsetzen, aber immer mit dem Blick auf die Zusammenarbeit mit den Kräften in den anderen Ländern, die ja darauf warten. Nur wir sind nicht die Kraftspender von links, die Deutschen sind die Kraftspender von rechts für alle diese Staaten bisher. Deshalb, also, wenn ihr so wollt, der Hauptteil steht im eigenen Land. Genau. Aber man muss sehen, wie das international, supranational zu bewältigen ist. Und wenn man diesen Schulterschluss nicht macht, dann begeben wir uns der Möglichkeit, im eigenen Land so viel zu verändern, wie wir könnten, wenn wir supranational gleichzeitig das Gewicht dorthin legen. Und deshalb, diese Gegenüberstellung ist sinnlos. Wir müssen das beides machen. Und wir müssen unsere Verantwortung im Nationalen wie im Internationalen sehen. Dass die deutsche Linke in Sachen Griechenland es nicht geschafft hat, Syriza mehr Unterstützung zu geben, ist ein Skandal. Das ist betrüblich, aber auch skandalös. Denn haben wir wirklich genug gemacht im letzten Jahr? Ich glaube, das wir hätten ja Merkel stürzen müssen vorher, ne? Bitte? Wir hätten ja Merkel vorher stürzen müssen. Vielleicht nicht stürzen, aber vielleicht etwas schwächen. Stürzen wäre schön, bin ich sofort dafür. Nur man muss ja sehen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und diese Schwäche, die wir insgesamt haben, darf uns nicht verleiten, die Probleme zu verkennen. Die Probleme sind wesentlich supranational. Die Gegenseite ist ungeheuer supranational organisiert. Und wir Linke sind das nicht. Das ist eine große Schwäche. Der Internationale Gewerkschaftsbund, der Europäische Gewerkschaftsbund, das sind ja alles, wie soll ich sagen, Knallerbsen im Verhältnis zu dem, was das große Kapital auf die Beine bringt. Das müssen wir verändern. Wir müssen in diese Ebenen hinein und nicht jetzt sagen, oh wow, Applaus für den Brexit. Das ist ja, also wenn ihr mit Linken, Kommunisten selbst in England, die natürlich hin und her gerissen sind, weil die sagen, das war ein Schlag, das ist Establishment und so weiter, was richtig ist. Aber wir gleichzeitig auch sehen, wo die Probleme liegen, dass nämlich die nationalistischen Kräfte gestärkt werden. Wollen wir das wirklich als Alternative? Das ist auch das, was bevorsteht. Also müssen wir gleichzeitig die verschiedenen Wege gehen, so mühsam das auch ist. Davor kann man sich nicht drücken, indem man besonders laut und hartnäckig auf der nationalen Komponente besteht. Also in diesem Sinn hoffe ich, wir sehen uns alle gemeinsam bei Aktionen, die sich supranational auswirken und die sich national auswirken. TTIP zum Beispiel. Wenn wir das nehmen, wir hatten vor 2 Jahren Demonstrationen, da waren wir froh, dass wir 5.000 Leute zusammenbekamen. Wir haben ein Jahr später 250.000 in Berlin gehabt. Wir haben über 3 Millionen Unterschriften, und zwar Unterschriften von Aktiven im Wesentlichen. Das ist doch ein Riesenerfolg. Wir verhindern supranational derzeit, davon bin ich fest überzeugt, eines der Hauptmanöver, die das große Kapital vorgesehen hat, nämlich ein weltweites Freihandelsabkommen, wie Sie das nennen. Dieser Freihandel ist natürlich nichts anderes als den Schutz der privaten Eigentümer vor demokratischen Zugeständnissen. Das wird verhindert derzeit, nicht indem man national oder im Gemeinderat von Bayreuth was durchsetzt, das ist auch gut, indem man sich für TTIP-frei erklärt. Aber indem wir das in Brüssel anbringen, international, supranational verzahnt. Und so müssen wir auch in den anderen Fragen vorgehen. Und ich finde, das TTIP-Beispiel macht regelrecht Mut.